Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Es freut mich, dass Sie unser Video angeschaltet haben. Wir möchten Ihnen heute die eine Unze vom Gold American Eagle vorstellen. Schauen Sie gerne mit uns gemeinsam hier hin. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sehen wir dann die wunderschöne Lady Liberty vom 1 Unzen Gold American Eagle mit dem Jahrgang 2016, wie Sie hier schön sehen können. Es ist so, dass der American Eagle seit dem Jahrgang 1986 geprägt wird. Sie sehen hier im Vordergrund die Lady Liberty mit einer Fackel in der Hand und einem Zweig. Es ist so, dass der American Eagle nicht täuschen soll. Es ist keine reine Feingoldmünze mit einer Feinheit von 99,9, sondern es ist eine Münze mit einer Feinheit von 916,67, also 22 Karat, genauso wie der Krügerrand. Anders als der Krügerrand hat der American Eagle aber nicht den klassischen Rotstich, was unseres Erachtens eine schönere Optik herbeiführt. Hier sehen Sie die Münze auch in der Kapsel. Jetzt schauen wir uns die Rückseite an. Achtung, darauf achten, wie wir die Münze drehen. Der American Eagle dreht sich quasi über Kopf und ist anders als bei anderen Münzen, die sich quasi in diese Richtung drehen würden. Und damit lässt sich der American Eagle, die Frage haben wir nämlich sehr oft, über Kopf drehen und nicht. Und es ist keine Fehlprägung. Wie Sie hier sehen können, ist der Adler zu sehen und im unteren Bereich auch noch in seinem Nest. Der Adler, der über seinem Nest fliegt, hat die Flügel hier ausgespreizt und die United States Mint hat sich hier auf der Münze auch verewigt. Wir sehen hier E Pluribus Unum, in God We Trust. Die Münze hat, wie man hier außen schön erkennen kann, einen geriffelten Rand und der Durchmesser der Münze in der Kapsel, die wir im Onlineshop bei uns anbieten, und zwar ist es die 33 mm Münzkapsel, liegt bei etwa 44 mm. Entschuldigung, 39 mm, habe ich mich versehen. Der Nennwert der Münze hat 50 Dollar und Sie sehen hier unten auch noch ein kleines Prägezeichen MB, was für den Designer der Münze steht. Die Münze wird in der Größe eine halbe Unze, eine Viertelunze, eine Zehntelunze und eine Unze ausgegeben. Und die Lady Liberty mit dem Olivenzweig in der Hand, jetzt ist es uns auch wieder eingefallen, steht hier im Vordergrund von dem Weißen Haus, wenn wir das richtig deuten. Es ist so, dass sie auch die Sterne, die auf der amerikanischen Flagge verewigt sind, ganz patriotisch, wie wir die Amerikaner kennen, hier um die Münze herum sehen. Vielleicht noch ein, zwei Worte, warum die Amerikaner auch eine Münze haben, die keine 909er Feinheit besitzt, sondern ähnlich wie der Krügerrand, die 916er Feinheit. Das Ganze ist aus dem Aspekt raus entstanden, als die USA und Südafrika sich aus dem Apartheid-Konflikt boykottiert haben und die Amerikaner nicht weiter die Münze der Afrikaner verkaufen wollten. Und dann ist eben die Lady Liberty nach dem Auswurf von Augustine St. Gordons, ist die dann eben entstanden. Was kann man zu der Münze von der Auflage sagen? Die Münze ist ähnlich oft wie der Krügerrand gehandelt mit ihrem Nennwert von 50 Dollar. Es ist so, dass die höchste Auflage der Münze im Jahr 2009 erzielt wurde mit 1,493 Millionen Stücken. Im Jahr 2014 wurde sie 425.000 Mal produziert. Sie sehen, die Nachfrage ist etwas gesunken, weil der Krügerrand wieder an Beliebtheit gewonnen hat. Im Vergleich dazu vielleicht nochmal die meistverkaufte Größe vom American Eagle ist meistens die 1/10 Unze, die dann doch etwas häufiger produziert wird. Von der Verpackung her bekommen Sie die Münze von uns in dieser wunderschönen Münzkapsel. Und es ist auch so, wenn Sie die Münze in größeren Mengen, speziell in 20 oder mehr Einheiten bestellen, bekommen Sie die dann von uns in der Verpackung, die wir Ihnen hier zeigen möchten. So, und jetzt nehmen wir die Münze auch mal raus, damit wir den wunderschönen Glanz der Münze auch auf der Kamera zeigen können. Denn die Kapsel täuscht dann doch etwas hier in der Kamera. Sie sehen wirklich den schönen Glanz. Die Münze ist nicht wie der Känguru, speziell aus Australien, hat keine glatten Stellen. Die Münze ist mattiert. Wenn wir den nochmal drehen, dann sehen Sie auch, hier ist die Münze mattiert. Es sieht oft so aus durch den Schimmer, als wären quasi unter dem Zweig, den der Adler in seinen Füßen hält, irgendwelche Flecken. Das ist aber nicht so, das ist wirklich nur die optische Täuschung. Der American Eagle, den wir hier sehen, hat ohne Münzkapsel einen Durchmesser von 33 mm. Und um uns auch noch die Dicke anzusehen, haben wir hier einen Durchmesser von etwa 2,9 mm.
Jetzt zeigen wir Ihnen die größere Verpackungseinheit, wenn Sie die Münze in 20 Einheiten oder mehr bestellen. So, und hier sehen wir dann die wunderschöne Münztube für den American Eagle als 1-Unzen-Goldmünze. Die Münztube fasst insgesamt 20 1-Unzen-Goldmünzen, wie man hier schon sehen kann. Vorsicht beim Öffnen des Deckels. Es ist etwas fest zusammengesteckt, damit die Münzen auch nicht aus dem Deckel fallen. Wir haben den jetzt schon mal vorher geöffnet. Sollten Sie am besten mit einem ganz feinen Haushaltsmesser öffnen, dann brechen sich dabei nicht die Nägel ab. Jetzt nehmen wir mal die Münzen aus der Verpackung raus. Wir müssen mal aufpassen, dass diese Münzen beim Rausklopfen, sage ich, nicht verkanten. Da die Münzen wirklich einzeln aufeinander gestapelt liegen. Und insgesamt, damit Sie das nochmal von der Seite schön sehen können, haben wir hier 20 Münzen inliegend in der Münztube. Noch ein kleiner Trick zur Lagerung, beziehungsweise wenn Sie die Münzen mal draußen hatten, wie Sie die dann wieder reinbekommen. Sie sollten sie übereinander stapeln, möglichst genau. Und dann können Sie nämlich die Münztube verwenden, um die Münzen einzeln in die Münztube wieder reinzudrücken. Schwierig wird es, wenn man die Münzen versucht, einzeln in die Münztube zu legen. Dann kann das Ganze auch schon mal ein paar Minuten mehr in Anspruch nehmen. Aber wie sagen wir so schön, das sind dann wirklich Luxusprobleme. Vielen Dank, dass Sie unser Video eingeschaltet haben. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Oder wenn Sie uns Kommentare und Anregungen, auch Fragen, da lassen wir beantworten, alles und jederzeit. Mein Name war Dominik Kettner und wenn Sie persönliche Fragen haben, können Sie gerne unter der 07930 2609 bei mir oder meinem Vater Jürgen Kettner anrufen. Abonnieren Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal. Auf Wiedersehen.